So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout 4 und zur letzten Folge aus der ersten Aufnahmesession. Wir sind immer noch in der ersten Aufnahmesession, die jetzt mittlerweile 7 Stunden anhält. Aber wir haben natürlich jetzt quasi die letzten 1,5 Stunden ein paar Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin unbedingt. Will ich kurz mal erklären, was passiert ist. Und zwar ist Folgendes passiert. Wir haben... ich dachte mir natürlich, vielleicht können wir mit Diplomatie, also ich habe mich nicht gespoilert, vielleicht können wir mit Diplomatie die Quest besser lösen, die letzte Quest, und zwar die Quest hieß, Irren ist menschlich, da muss man jetzt quasi die, mit der Frau Dr. Chambers auseinandersetzen, hier, und da habe ich, bin jetzt Level 5, und ich habe bei Specials, habe ich, Charisma auf 6 gelevelt, weil wir brauchten das Charisma, für bessere Verhandlungen. Das ist auf jeden Fall auch richtig. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde bei das Spiel, würde ich direkt beim ersten Dings mindestens da 8 Punkte reindrücken. Mindestens 6, 8, vielleicht sogar 10 Punkte würde ich da reindrücken, weil das ist, du versaust dir hier Questen damit. Weil, ja, weil es einfach so ist. Irgendwie. Aber in dem Fall jetzt hat es nichts gebracht. Hier, das ist die Frau Dr. Chambers. Und, nee, das ist natürlich nicht. Das ist natürlich nicht so. Ich war jetzt gerade hier drin, habe das alles gemacht. Es gibt keine andere Möglichkeit als die entweder retten oder nicht retten. Es gibt keine diplomatische Lösung mit dem Volk da. Und deswegen habe ich mich erneut dafür entschlossen, die Frau, die Amelia, zu retten. Und dann, nachdem ich mit der gesprochen, ich habe einmal mit der gesprochen, wo die im Knast war. Ich konnte da ganz normal reinmarschieren mit dem neuen Skill. Konnte ich die überreden, dass die mich durchlassen. Die haben mich vorgelassen zu der Frau und dann habe ich die Amelia gerettet. Also ich habe mit der gesprochen, dann hat die mir einen vorgeheult, ich habe gesagt, ich brauche Beweise. Da hat sie gesagt, mein alter Vater wird dir Geld geben oder was. Und dann dachte ich so, wenn die einen Dad hat, dann wird der wohl kein Sünd sein, weil, oder so. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist, egal ob das ein Sünd ist, dann ist diese Quälmethode doch keine Lösung im Endeffekt. Habe ich mir so gedacht. Und dann, ob ich jetzt da gut Freund bin mit diesen 4 NPCs da, die irgendwie am Arsch der Welt wohnen, wo du wahrscheinlich nie wieder hinkommst. Oder ob ich die Amelia rette. Das habe ich dann abgewogen und moralisch für mich richtig entschieden, jetzt die Amelia zu retten. Wenn die halt ein Sünd ist, dann ist das halt so. Kann ich es nicht ändern. Ich habe mich da durchgeballert durch die ganze Bude nochmal da unten. Ich habe aber, diesmal habe ich die Professorin umgebracht. Ich würde da jetzt auch gar nicht mehr hingehen, jetzt ins Covenant. Ich will nicht die Leute da umbringen. Das würde ich auch nicht machen. Wir gehen jetzt hier die Straße runter, dann machen wir einen schönen Umweg. Und dann finden wir hier den alten Stockton. Und dann gehen wir weiter zu den Vault Overalls. Und dann denke ich mal, dass wir in der nächsten Aufnahmesession dann in den Diamond City Dings kommen. Könnte ich mir vorstellen. So, dann würde ich sagen, auf zum alten Stockton. Das ist in die Richtung. Ich werde da jetzt gar nicht mehr vorbeigehen bei den blöden Männern. Echt so lange rumgemehrt mit diesen Questen. Mit diesem Suchen. Das war aber cool, eine recht coole Quest war das eigentlich. Questline ist natürlich nicht so mega lang. Wir hätten das natürlich viel schneller durchnudeln können. Aber ich wusste auch gar nicht, was von mir erwartet wird, ehrlich gesagt. Was das Spiel von uns erwartet, wusste ich nicht. Und deswegen muss man natürlich da auch mal ein bisschen rumprobieren. Aber ich finde es gut, dass es jetzt so geklappt hat. Und ich denke mal, dass wir uns richtig entschieden haben. Ich weiß es nicht. Meine Tod ist niemals eine Lösung. Auch nicht für die Dr. Chambers. Ich hätte die gerne einfach verschont. Aber das hätte alles nicht funktioniert. Und die hat mich dann auch angegriffen. Wir sind ja beim ersten Mal durchgerannt, haben schon alle beim Hinlaufen alle getötet. Und da war die irgendwie nicht mehr aggro. Die Frau, ich weiß nicht warum. Aber jetzt, wo ich bei dem Run eben, vielleicht war das ein Bug. Bei dem Run eben, dann waren die erstmal nicht aggro, wo ich konnte bis hingehen, das ist Herr Chambers. Dann musste ich mit der das Gespräch führen, am Ende hat das Gespräch, aber egal, ich habe das mehrfach geladen und habe das Gespräch auf verschiedene Enden versucht hinzudrücken, aber es hat alles nicht geklappt. Habe ich es richtig gehört? Ja. Dann haben wir zwischendurch noch gelevelt, wie die Leute hier. Also ein halbes Level gefehlt. Hab nur noch ein halbes Level gefehlt für den Charisma-Skill. Also ich habe jetzt locker 1,5 Stunden da rumgeprogelt da dran. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt, weil wir jetzt den Charisma-Skill jetzt 1 hoch haben. Auch unbedingt eine Power-Rüstung.
So, stock die. 40 Meter in die Richtung. Hat ja irgendwo zu sein. Wahrscheinlich kommt es dahin. Und der Vater ist eine Kaffeemaschine. Weil die wirklich ein Synth war. Watts Haushaltselektronik. Aber der hieß gar nicht Watts, ne? Die hießen Stockton. Stockton hießen die, ja. Terminal benutzen. Willkommen. Memo. Checkliste. Inventar, Hauptmenü, Memo. Ralf, ich wollte dich nur kurz daran erinnern, dass heute Abend die Lieferung reinkommt, über die wir gesprochen haben. Wie gesagt, das Ganze darf nicht in Büchern auftauchen und es sollte so wenig Arbeit wie möglich daran beteiligt sein. Die Pakete sind schwer und es ist also ein Gabelstapler nötig. Um mehr braucht ihr dir keine Sorgen zu machen. Denkt daran, Watts belohnte Mitarbeiter, die gutes Teamplay sind. Die gut im Teamplay sind. Felix. Okay, da ist irgendwo eine Lieferung. Das ist was anderes, ne? Gerade hier. Finde den alten Stockton. Finde den Dings. Watts habe ich auch gelesen. Das war auch eine Quest, ne? Wir stehen jetzt quasi vor einer anderen Quest. Wollen wir uns hier reintun oder nicht? Ach komm. Welche waren das? Hier. Wenn man vom Teufel spricht. Mach die mal aus. Die machen wir aber in der Folge noch. Auf jeden Fall machen die noch. Also es dauert jetzt 8 Stunden hier. Wenn wir reingehen. Vielleicht geht das schnell. Ladezeit geht schon mal nicht schnell. Das heißt, das spawnt massenweise NPCs. Nee, keine Ahnung, was er jetzt macht. Das sieht aus, nach ganz viel Loot aus. Und ich muss nur noch zurück. Hey. Freund. Rüstungswerkbank. Was sollen wir hier machen? Türsteuerung. Interface Tür öffnen. Raumzieher, Schaltplatine, Militärstandard, Klebeband. Einfach der beste Loot-Shooter, den es gibt. Schrank. Der Schrank ist ja krank. Verbandsschere. So. Terminal benutzen. Demo-Modus aktivieren, Serverstatus, Mitteilung, Geschäftsführung. Serverstatus, Server offline. Cooper, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist. Ich bitte dich nur noch darum, die Militärprodukte, Protokolle unserer Gäste erhaltenen Roboter abzuschalten, damit wir sie im Laden im Demo-Modus laufen lassen können. Ist das so ein Problem? Sie kennen sich doch mit Computern aus, erfordern die Comics und ihre Spiele in ganzer Aufmerksamkeit. Werden Sie erwachsen und werden Sie zum Teamplayer, Mr. Felix. Oh, ich hoffe, dein Demo-Modus funktioniert. Oh! So, hä? Oh! Oh, oh, oh! Boah. Nein! Oh. Haben noch nicht die Bewaffnung dafür für solche Sachen, glaube ich. Aber ich habe die ganze Munition, die ich jetzt aus dem Dings rausgeholt habe. Vielleicht bleiben wir erstmal hier oben, wo wir hin sollen. Das da unten ist nicht so gut. Die ganze Munition, die ich eben von der Dr. Chambers gelootet habe, die ganze 9mm. Mal hier. Ah, hier sind noch 12 Schuss übrig. Hier mal ein bisschen Durchschlagskraft, ne? Das andere zählt alles keine Durchschlagskraft so richtig. Connys Notiz. Es scheint, als hätten
mir seit meiner Rückkehr nur noch Raider abgewehrt. Die Mistkerle sind wie die Kakerlaken. Wenn man einen tötet, krabbelt 10 neue irgendwo hervor. Ich habe Papa gefragt, wie er damit ihnen fertig geworden ist. Und er meinte, dass er das nicht wusste. Damals gab er diesen Typen, den sie den schwarzen Teufel nannten. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, alle Raider aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wenn man seine Hilfe brauchte, stellte man sein Funkgerät auf seinen Sender ein und schon war er da. Natürlich wollte ich wissen, was damit geschehen war. Papa sagte, er wusste es nicht. Seit ungefähr einem Jahr wird nur noch Rauschen übertragen und die Raider fühlen sich seitdem wie im siebten Himmel. Aber als ich letzte Woche in dem alten Watts-Gebäude nach Schrott gesucht habe, fand ich dieses Schild, auf dem der Teufel namentlich genannt wurde. Außerdem gab es noch ein paar Holobänder, auf die ich mir keinen Reim machen konnte. Also bat ich meinen Cousin Richie um Hilfe, weil er sich mit solchen Sachen auskennte. Er glaubt, dass er sich auf dem Band Musik befinden könnte. Eine Möglichkeit, den Teufel herbeizurufen. In den Informationen auf einem der Holobänder werden zwei Sender erwähnt, AM 810 und FM 52.7. Richie glaubt, dass ein Zusammenhang mit den alten Sendetürmen mit der gleichen Zahlen nicht weit nordöstlich von hier bestehen könnte. Vielleicht könnten wir das Band verwenden, um Musik zur Station zu senden. Für alle Fälle lasse ich diese Notiz hier. Wahrscheinlich ist es nur paranoid, aber es kommt mir vor, als würden wir verfolgt. Wenn meine Vermutung aber stimmt und wir es aus irgendeinem Grund nicht schaffen, muss jemand zu Ende bringen, was wir begonnen haben, und den Teufel zurück ins Commonwealth holen. Notiz nehmen. Black Devil. Ich speichere mal. Ich habe Angst. Das ist mir nichts mit den ganzen. Ich hau lieber ab, ehrlich gesagt. Müssen wahrscheinlich eh nochmal her. Gehen wir mal zu den alten Sendetürmen, wenn er das so will. Wir haben einfach nicht die Ausrüstung aktuell für solche Kämpfe mit den Protektons. Die sind schon echt krass. Das sind diesen Oberprotektoren hier, diese Frau. Die ist ja echt ganz cool. Aber das ist ja alles noch nicht außerhalb, das ist noch alles außer Reichweite, weil wir die Waffen noch nicht haben. Und den Skill. Und die Rüstung. Und alles andere. Oh, Supermutanten gibt es ja auch. Sind stärker und widerstandsfähiger als Menschen. Außerdem halten sie sie. Oh ja, hier. Sieht auch nicht aus wie ein Supermutant. Aus wie unsere Frau. Wo wir so umgemorpht haben. So. Das heißt. Untersuche den Sendeturm. Finde die Verstecke. Das machen wir dann. Dann. Na gut, gehen wir schnell hin da, ne, würde ich sagen. Ist ja nicht, weit. Die Richtung. Ballern schon wieder irgendwo rum. Müssen wir so richtig das Militärlager ausbaldobern. Wenn es sowas gibt. Ich glaube ja. Treffen wir auch noch die Bruderschaft. Die haben bestimmt genug Munition dann für uns. Habe ich irgendwas zum Essen dabei? Dass mein Leben mal hochgeht. Die Äpfel. Die bringen 3 Red, 5 Rad für die Eichhörnchenbissen, knusprige Eichhörnchenbissen, 0,1, das ist gut. Aber die machen auch keinen HP hoch, glaube ich. Bräuchten was anderes, HP hoch macht. Süßkuchen, Gewicht, Red, Simpack, Red Away, Zuckerbomben vielleicht? Ne. Ah ne, doch, das geht. TP ist HP, alles klar, alles klar. Eklig. Oh, ich hasse es. Alter. Wie können diese Arschviecher so ausweichen? Verstehe ich noch nicht ganz. Aber die sind kaum zu treffen, ne? Ich glaube, der hat gespeichert, wo ich zur Tür raus bin. Was für eine Scheiße, Mann. Das sind nur verdammte Insekten. Wo ist der Hund überhaupt?
Ich habe den, glaube ich, in dem Dorf gelassen. Mal gucken, ob ich den irgendwie beirufen kann. Ach du Scheiße. Jo. So ein Mist. Habe ich den Hund echt vergessen. Nö. La 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 la. 38, ja, gehärtete irgendwas, Impro. So. Weiß auch nicht. Also ich kann den nicht beirufen, den Hund. Oder? Ne, nicht so aus. Ach, verdammt. Weil ich käfert eingelaufen bin wahrscheinlich. Der Hund ist natürlich immer noch so eine Ablenkung für die NPCs, so für die gegnerischen Viecher. Und das hilft eigentlich ganz gut. Weil der dann... Die greifen den erstmal an. Und dann haben wir in der Zeit genug Zeit, uns da mit auseinanderzusetzen. Und das hier, leckere Eichhörnchen, Bissen. So, da ist gleich wieder oben die HP, ja. Ist gleich voll. Sehr gut. Gab es nicht irgendwas, wo der Damage reduziert wird? Gab es nicht irgendwas, was Damage reduziert? Das war irgendwie das Psycho, glaube ich, macht das. Red Axe. Egal jetzt. Wir machen jetzt den hier. Wenn wirklich die zwei Viecher wieder treffen. Da an den Baum hocken die. Wir müssen da ja nicht unbedingt an den Baum. Da wird schon rumgeballert. Ah, mir wird schlecht. Wer bist du denn? Hallo. Hey. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Alter, Skyrim lässt grüßen. Geil. Nice. Ach, das ist geil. Da ist so viel. Ich kann gar nicht sagen, wo da überall eingesetzt wurde. Aber da wurde überall an ganz vielen Stellen eingesetzt. Leuchtvisier. Ein Stechabzug. Klingt ja gut. Simpack nehme ich auf jeden Fall. Die Schweißerbrille würde mir auch gut stehen. Was sind das für eine Knarre mit dem Stechabzug? Leuchtvisier und Stechabzug. Können wir mal auf irgendein Dings legen, hier auf 6 meinetwegen. Er hat 6 gesagt. Ja, komm. Kronkorken, ein bisschen Munition. Hardwork T-Shirt, geil. Sackkapuze mit Riemen. Der Sack. Oh Mann. Was ist in meinem Kopf los? Das ist ein Feuerwerk. Sackkapuze mit Riemen. T-Shirt finde ich nice. Schade, ich kann mich nicht um eine eigene Achse drehen. Warum eigentlich nicht? Spiel. Warum nicht? Ich will meinen Körper mal von vorne sehen. Da muss es auch eine Möglichkeit geben. Schade eigentlich. Aber ich spiele natürlich Ego. Ego ist mein Ding. Ich bin Ego-Mane quasi. Wenn man so will. Schön ein bisschen aufpassen. Mit einer ordentlichen Nahkampfwaffe würde ich mir wohler fühlen. Also bei Fallout 76 habe ich auch fast nur Nahkampfwaffen benutzt. Oder diese richtig schweren Kanonen. Poseidon Energy Turbine. Da wollen wir jetzt gar nicht hin. Wir können ja alles. Oder ist ein Protektor? Was sagen? Oh, da steht eine Powerrüstung. Geil! Weil ich da einen Kern trenne. Oder ich kann die anziehen. Ich habe einen Kern, muss ich dabei haben. Ich habe bei der Dings einen Kern gefunden. Das muss ich noch dazu sagen. Bei der Dr. Chambers habe ich doch einen Kern noch gefunden. Okay, der tut uns nichts. T45 Torso, Helm, rechter Arm, rechtes Bein. Wenn ich da jetzt meinen Kern reindrücke, wäre auch scheiße, ne?
Ja, irgendwo, da ist bestimmt, bei der Energy gibt es bestimmt Kerne. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo herstellen kann. Bei Fallout 76 weiß ich gar nicht mehr, ob es noch geht. Probieren wir die einfach mal mit, die Rüstung. Wenn nicht, können wir die mal kurz zum Dings bringen, einfach. Wenn der Kern leer ist. Wenn der Kern leer ist, bringe ich die kurz nach Hause. Und nach Sanctuary. Nur 100% Kern ist doch eigentlich ganz gut. Ein bisschen mehr Schutz. Ja, Mann. Endlich genug. Wir haben dann immer so dieses Energy-Werk, gab es ja bei Fallout 76 auch. Und da haben wir dann immer. Da haben wir immer so Überfall gemacht und da hast du einmal 50 Kerne und fertig. Schwarze Blähfliege, ja, ist gut. Freut mich. Na? Ja, P, okay, die haben echt krass. Wie schlecht ich bin. Im Skill. Blähfliegen, Drüse. Entweder das. Oder ich habe es zu schwer eingestellt, aber eigentlich nicht, oder? Wir gucken, ob hier irgendwo noch Kerne sind. Oh nein, ich wollte da nicht rein. Alle Seichbrühe. Mensch, hier muss doch mal einen Kern geben irgendwo. Oh, was ist das? Yeah, Mysteries of Master Key. Nehmen. Da kannst du wahrscheinlich schneller Schlösser knacken oder überhaupt andere Schlösser knacken. Hier ein bisschen Munition habe ich schon zusammengesammelt. Aber ich dachte eher an so einen Kern, ehrlich gesagt, dass man dann irgendwie einen Kern rausziehen, aber es sieht nicht so aus. So 6 war das Ding. Da haben wir ein bisschen Munition, das ist nicht so schlimm. Na, aber das schwimmt natürlich schlecht mit dem Ding, ne? So, gehen wir uns wieder hoch. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen versteckten Raum gibt, aber wir müssen ja eigentlich weiter. Wir sind ja noch unterwegs. Die Zeit rast vor sich hin. Wow. Oh. Oh, Jäger, oder? Abflug. Der Totenkopf auch. Wow, was ist das? So ein Raider-Lager hier, oder? Das Sendeturm? Nee, das ist nicht Sendeturm. Ja, das ist noch ein ganzes Stück hin. Wir müssen das Lager drum rum. Ah, ich sehe den Sendeturm, da ist er. Da vorne. Gutshof West Everett. Gutshof. Boom, Mine. Hier kommen wir ein anderes Mal her. Wenn wir jetzt jedes Lager und alles mitnehmen, dann werden wir nicht mehr froh. Oh nein. Mutanten. Bin weg. Oh, wir haben gar nicht die Ausrüstung dafür. Notsignal gefunden. Teddybär. Ah. Aua. Mann, lass mich hier durch. Idioten. Ah, fuck, Mann. Wer schießt denn auf mich, sag mal? Auf die Entfernung, das ist aber ein Witz. Oha. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten Osten nach Diamond City gehen sollen. Lass uns mal in der Hauptquest weiterkommen. Weil so wird das echt schwierig, wenn du kannst jeden zweiten, jede zweite Begebenheit kannst du gar nicht mitnehmen, weil du einfach zu schwach dafür bist. Wie weit ist denn jetzt der Sendet? Ist es vor uns der Sendeturm? Ja, das ist der. Da läuft einer rum.
Auto. Scheint mal relativ sicher zu stehen, wie es aussieht. Spielzeug-Truck nehmen wir mit. Sean. Obwohl, der, wenn der, also wenn der Sean überlebt hat, dann ist er jetzt auch schon 200 Jahre hier unterwegs. Oder, keine Ahnung, 50 Jahre oder 30 Jahre. Ritchies Notiz, Kronkorken, Mais, Lumpenkapuze. Sendeturm Terminal. Ich würde mich erstmal sicherstellen hier irgendwo. Und dann Richies Notiz lesen. Komme ich hier irgendwie hoch? Nicht so aus. Richies Notiz. Inventar. Finde den alten. Nee. Lies Richies Notiz. Also das, was ich jetzt eh gemacht hätte. Hilfsmittel. Ich werde mal ganz kurz gucken, da war so ein eben so Lumpen mit Kapuze. Achso, kann ich wegen Baurüstung nicht, alles klar. Okay. So, Inventar. Hilfsmittel. Diverses. Mit Richies Notiz. Hier, Richies Notiz. Mann, oh Mann, ich hätte Conny niemals mit diesem Funkgerät helfen sollen. Jetzt ist er erledigt. Ich war damals kurz ausgetreten, als sie ihm holten. Einer von ihnen sagte, sie würden von ihrem alten Polizeirevier auf der anderen Seite des Flusses bringen. Es klang, als wollten sie ihn verhören. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich kann Stars and Stripes hochladen, aber Conny hat immer noch Band mit der anderen Musik. Vielleicht findet er ja einen Weg zu entkommen. Immerhin ist er ziemlich clever. Ich schätze, ich werde einfach hier warten und darauf hoffen, dass er zurückkommt. Hat nicht geklappt. Also müssen sie ins Polizeirevier. Regionalbüro. ADDTS, irgendwas Regionalbüro. Also hier müssen wir nichts weitermachen. Scheinbar. Oder? Satellit aktivieren, um Signal im Umkreis zu verstärken. Satellit aktivieren. Standard Funksignal gefunden, Funknachricht. Können wir vielleicht mal gucken, was die Nachricht besagt. Radiosignal. Ich glaube, das ist lizenzfrei. Stars and Stripes. Standard Funksignal verloren. So. Regionalbüro. Wie weit ist das weg? Ne, ich habe immer noch den Dings da drauf. Holoband AM810 laden. Daten übertragen. Stars and Stripes hat er vorhin irgendwas gesagt. Abgeschlossen, übertragene Daten. Abgeschlossen. So, da haben wir es. Jetzt haben wir zwei Punkte, wo wir hin müssen. Haben wir das Regionalbüro da drüben. Müssen uns um den Hof dort rum schleichen. Ja, genau. Also gerade in die Richtung, die ich gucke, über die Brücke. Und dann gehen wir weiter.
50%, wir müssen dann aber den Anzug zurückbringen, wenn das jetzt leer wird. Ich blöd, dass man den. Familiensignal verloren. Und so viel Funksignale bei dem Spiel, das ist echt krass. Aber vielleicht in der Apokalypse wäre es wahrscheinlich so, ne? Dass du. Ja. Hier mit Funksignalen arbeitest, so. Als, Überlebender, ne? Was ist, wie willst du sonst dich begreiflich machen oder verständlich oder Kommunikation halten mit anderen Überlebenden, wenn nicht mit Funksignalen, Kurzwelle, Langwelle, kannst du alles vergessen wahrscheinlich. Hier ist die Brücke. Ich weiß nicht, ob ich hier durchkomme. Kurz schnell speichern und dann probier's. Kann er schwimmen mit dem Anzug? Ne, nur laufen. Sondern das Bein und den Arm ersetzen, das werde ich dann zu Hause machen. Wenn ich dann nach dem Stream vielleicht ein paar Minuten Zeit habe, dann werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Die Rüstung fertig machen. Aber uns fehlen ja immer noch. Uns fehlen ja immer noch. Kerne, in der Tat. Muss ich mal nachlesen, wo man am einfachsten da drankommt an die Kerne. Da ist nichts mehr. Ja, Mann. Geil. Daedra. Die Synchronstimme ist der Daedra-Typ. Ist, ja. Alter, ich komm nicht hier raus, ey. Was eine Scheiße. Kann halt nicht schwimmen mit dem Ding, ne? Kann nur ein bisschen hüpfen. Das war die dümmste Idee, hier rüber zu laufen. Ich lasse den Anzug gleich stehen und dann können sie mich am Arsch lecken. Das ist auch ein Witz. Echt. Ich hab große Lust, den Anzug stehen zu lassen. Du kommst hier nirgendwo hin. Mit dem Ding. Was ich dabei gedacht haben. Die Grundidee kann ich verstehen. Natürlich kann der Anzug nicht schwimmen. Wie normaler, so riesen schwer, der Mist. Aber das ist, muss ja irgendwo noch ein Spiel bleiben. Ist ja keine Simulation, keine hier Power Armor Simulation. Was ist das für ein Schwachsinn? So, ich muss diese Musik ausmachen. Radio. Danke. Einmal war genug. So, da ist irgendwie was drin hier landet im Dings. Life is a race. Leider nein, leider gar nicht. So, wo ist die? Direkt auf die Markierung, wo ich zugucke. Okay. Fette Power Armor und dann so eine Impro-Pistole, so einen ganz vielen Schrott, was ich hier am Start habe. Weiß ich nicht. Wir könnten uns natürlich jetzt totlooten hier. Was das für eine Stadt ist hier. So nicht Diamond City, nee, ne? Das hat so Tore gehabt, Diamond City. Oh, Scheiße. Nein. Garantiert Skyrim. Garantiert Synchronsprecher von Skyrim. Richtig gut. Finde ich gut. Das ist die, da hat es kleines Wiedersehen-Effekt. Ohne die jemals gesehen zu haben, natürlich. Aua. Kurze Doppelläufige.
Habe ich schon. Wir müssen rein in das Büro. Oh, Ghule. Mit Totenkopf dran. Fällt mir nicht. Auf geht's, ab ins Regionalbüro. Da gab's nur so eine Quest, da musste sogar Pontius zu Pilatus bei der 76. Da musst du irgendwie so einen neuen Ausweis holen für irgendwas, für irgendeine Stadt. Alter, das ist eine Scheiße. Oh. Also die haben einen Totenkopf. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nicht sterben. Nein, nein, nein. Boah, Alter. Stimpack. Waffe. So. Das Raider? Reicht. Ja. Wow! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Okay, die müssen. Warum ist die Markierung da drauf? Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Nee. Jo, wegen gar nichts. Alter. Oh nein. Und das aussieht fast wie ein echtes Schloss, ne? Ja. Ach. Ich hab das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Okay, der nächste. Wer ist da? Meine Augen! Scheiße! Hab sie verloren! Meine Augen? Level up. Oh. Ach so. Oh, Sparta. Für Sparta. Habe ich vielleicht so ein oder andere Granaten, die ich aktuell nicht mehr brauche. Splittergranaten, in der Tat habe ich die. Die kann ich ausrüsten mit irgendwie Q, ganz normal, wa? Denke ich mal auf die 9 vielleicht. Halt der L links gedrückt. Ach so. Das sehe ich noch nicht. Ich auch, bis meine Stimpacks alle sind. So. Pimpel. Oh, ein Pimpel. Geil. Den nehme ich. Schießt denn der auf mich, oder? Glaube ich ja wohl nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ne, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist zu blöd dazu. Hilfsmittel, habe ich irgendwas, was Leben wiederherstellt? Vielleicht einen Süßkuchen. Okay, mach ich. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen, was? Jo. Nichts lieber als das. Irgendwelchen dreckigen Raidern hier irgendwelchen Müll spielen. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ach so. Dann habe ich das falsch verstanden. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Das gefällt mir nicht. Hey, lass uns was essen. Ja Mann, lass uns was essen. Oh. So, na, höre ich gerade aus dem Off, dass wir gleich am Ende der Folge sind.
fertig. Toll. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich die einfach aus dem Off weggeholt haben können. Das wäre echt gut gewesen. Nein. Die Knarre ist scheiße, Mann. Einfach kacke. Nö. Du? So, und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Es tut mir jetzt wieder leid, dass wir jetzt hier mitten im Dings unterbrechen müssen. Aber ich werde jetzt auch hier an der Stelle dann speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.